Hallo Leute, willkommen zum vierten und letzten Weihnachtsvideo hier am vierten Advent. Passenderweise, viertes Video, vierter Advent. Und es ist... Hier kommt der Steckbrief, also der kleine Post-it-Notizzettel. Es ist der Snow Globe mit der Setnummer 40223. Im Jahre 2016 erschienen. 215 Teile, diesmal sogar eine Minifigur, nämlich der Weihnachtsmann, der hier drin steht. Und ja, UVP gab es keine, denn es war ein Gift with Purchase, ein GWP. Das ist also das Set. Wie bei den anderen Sets auch schon, da das Set sogar schon ja 3 Jahre alt ist, habe ich es auch nicht mehr original verpackt hier, aber auch hier wieder die Teile in einem Ziploc-Beutel hier, die sind in einem etwas größeren, weil hier diese großen Teile, die hier drin sind, mit den die Scheiben und der Deckel und so, hat in das kleinere nicht reingepasst. Und wobei ich glaube ich trotzdem beim nächsten Mal umpacken kann. 3 Liter Beutel ist glaube ich doch zu groß. Ich glaube in 1 Liter könnte es doch reinpassen. Ich muss mal probieren, wenn ich das auseinandernehme. Aber jetzt erstmal der Speedbuild. Da viel Spaß dabei und bis gleich. So, fertig ist auch das letzte GWP. Wie gesagt, der Snow Globe. So sieht das gute Stück aus. Richtig cool gemacht. Man hört es schon hier, wenn ich es ein bisschen kippe, fallen die Steine rum. Denn hier sind 14 kleine, runde, nee, Stats sind es nicht, Plates. Sind es Plates mit ohne Noppe oben drauf? Ich glaube schon. Und die kann man halt hier drin dann, die fallen dann da drin rum. Und dann, wie man es erkennen kann, wie halt in der Schneekugel. Da halt aber keine Flüssigkeit drin ist, logischerweise, das ist ja nicht ansatzweise dicht, geht es halt nur so, man muss es halt schütteln und es ist auch halt, es ist halt eine Lego-Schneekugel, so ist es halt. Ansonsten rundherum, von allen Seiten gleich, immer hier ein Fenster drin, links und rechts hier immer im Farbwechsel Gold, Grün, Rot, Weiß, Gold, Grün, Rot, Weiß, Gold, immer so Stangen links und rechts, da hinten auch noch ein Fenster. Hier noch ein Fenster und vorne ist dann die Tür mit 2 Fackeln dran und dann kann man das hier rausziehen. Und da ist dann quasi ein kleines Geheimfach, wo man was reintun kann. Ja, hier sieht man nochmal von innen dann die Fenster da hinten und so. Da kann man es wieder reinschieben. Da kann man was drin verstecken. Es ist das Geheimfach dann, wie gesagt. Hier drin steht noch der kleine Weihnachtsmann. Hier vorne ein Tannenbaum, der auch so gebaut ist hier. Aus einer 2x6er Fliese, eine 2x. Nee, Quatsch. Die sind egal. 2x4 und 2x2, dann jeweils mit den kleinen Links hier dran, mit den kleinen durchsichtigen. Und ja, ist das quasi ein Snow Globe. Was mir noch eben aufgefallen ist, hier diese Flammen. Müsste ich manchmal ausprobieren. Kann man die auch hier rein tun? Das sieht ja, glaube ich, noch cooler aus. Ist ja quasi eine Optimierung für den Adventskranz. Wenn das passt. Werde ich mir das glaube ich mal. Ja, das passt. Das sieht doch noch viel cooler aus irgendwie, oder? Was meint ihr? Ha? Ja, also wer will, wer das so eins gewinnt, kann ja, wenn er möchte, dann hier mit so Sachen dann bei Bricklink oder bei direkt bei Lego, bei Steine und Teile oder Pick-a-Brick halt da irgendwie das Ding, was es da alles gibt, sich selbst nochmal nachbestellen. So. Ja, hervorragend.
Das also hier, der kleine Snow Globe. Finde ich ein cooles GWP. War eins der ersten, das war 2016, da haben wir angefangen. Da hatte ich mir das, den winterlichen Zug dann gekauft, den ich am ersten Advent vorgestellt hatte. Und da gab es dann unter anderem auch das hier als Gratisbeigabe. Es waren noch mehr, also es gab jedes Jahr mindestens zwei Beigaben. Ja, also wir haben dann noch das ein oder andere noch an weiteren Beigaben. Wir haben noch so ein Hexenhäuschen, auch so Lebkuchenhäuschen wie so ein Hexenhäuschen halt, diese Standard-Dingens, das war mal drinne. Was hatten wir noch als GWP Weihnachtsset? Ich überlege gerade. Es gab auf jeden Fall noch andere coole Sachen. Ja, es gab auch dieses Jahr wieder zwei, das kleine Lebkuchenhaus und eben den Weihnachtsbaum hier, also von daher. Da waren schon ein paar coole Sets dabei. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, für diese drei Sets entschieden, weil, ja, einfach so, haben mir jetzt am besten gefallen auf Anhieb und dann dachte ich mir, ich zeige euch diese hier mal. So, ja, jetzt habe ich es vorhin aber schon angesprochen. Jetzt müssen wir auch hier Butter bei die Fische. Genau, den Adventskranz könnt ihr wieder gewinnen. Letzte Chance also, diesen Adventskranz zu gewinnen. Hier ist der Beutel, der Ziploc-Beutel mit den Teilen drin. Genau, den könnt ihr gewinnen. Was müsst ihr tun? Meinen Kanal abonnieren, dem Video einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar verfassen mit dem Hashtag Advent. Dann seid ihr im Lostopf. Einsendeschluss ist immer in einer Woche. Danach sind keine Teilnahmen mehr zugelassen. Und ich sehe dann zu, dass ich dann so schnell wie möglich dann einen Gewinner oder eine Gewinnerin ermittle. Das Ganze geschieht per Zufall, per App quasi für sowas. Und der werde ich den Gewinner oder die Gewinnerin dann benachrichtigen per E-Mail oder auch per Kommentar hier besser gesagt. Und ja, dann so schnell wie möglich auch versuchen, das hier rauszuschicken. Wird wahrscheinlich aber erst nach Weihnachten. Aber gut, das ist ja nicht tragisch, weil ich glaube, der vierte Advent ist ja dann jetzt eh rum. Also von daher, ja, es wird definitiv nach Weihnachten. Ist ja, wir reden ja vom vierten Advent, das heißt, das wird ja erst in einer Woche dann der einzelne Schluss. Das heißt, es ist auf jeden Fall nach Weihnachten, wenn auch der Gewinner ermittelt wird. Also was rede ich denn? Ach, ich bin auch nicht mehr ganz auf der Höhe, glaube ich, im Moment. Ich glaube, ich werde krank. Naja. Okay, aber auch wenn ihr nicht unbedingt teilnehmen wollt, wie immer, hat euch das Video gefallen, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mich auf meinem Kanal unterstützen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Dann auch der Hinweis auf meine anderen beiden Kanäle, der Hauptkanal Langley1013 und der Sportkanal Sports@Langley1013. Links zu beiden Kanälen in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei. Und auch da, wenn euch das Video gefallen, Daumen nach oben gern. Und Abo wäre auch da cool. Und egal welchen Kanal ihr abonniert, denkt auch dran, aktiviert die kleine Glocke, dann bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Alternativ für den Spielzeugkanal hier könnt ihr auch dem Telegram-Channel beitreten, den ich erstellt habe. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Da bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Könnt an Umfragen teilnehmen, exklusiven Gewinnspielen und im Chat, den es auch noch dazu gibt, dann mit mir und anderen Lego-Fans hier des Kanals oder Spielzeug-Fans des Kanals Toyset-Langley1013 ein bisschen mit den Quatschen im Chat halt chatten und ja. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Das Ganze ist vollkommen kostenlos. Aber wir sehen uns da. Und ja, nun bleibt mir nichts mehr zu tun, da das letzte Video ist. Jetzt euch definitiv jetzt einen schönen vierten Advent noch zu wünschen. Weil für heute war es das dann mit Videos. Außer dem regulären 15 Uhr Video. Aber ich weiß nicht, wie der Plan aussieht, ob heute hier auf dem Kanal oder auf einem der anderen beiden Kanäle ein Video veröffentlicht wird. Den habe ich leider nicht auswendig im Kopf, den Plan. Von daher, ja, dann danke fürs Einschalten, noch einen schönen vierten Advent und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.